Zum heliozentrischen Weltbild. Laut Kopernikus drehen alle Planeten in gleichmäßigen Kreisbewegungen um die Sonne und der Mond dreht in gleichmäßiger Kreisbewegung um die Erde. Durch dieses heliozentrische Modell, heliozentrisch bedeutet, dass die Sonne das Zentrum der Welt ist, lässt sich die auf dem Sternenhintergrund des Universums scheinbare Rückwärtsbewegung des Planeten Mars erklären. Schauen wir das in dieser Simulation. Mars fährt vorwärts, auch hier Mars fährt vorwärts und dann rückwärts, danach wieder vorwärts. Schauen wir, wann Mars rückwärts fährt. Das ist genau dann der Fall, wenn die Erde den Mars überholt. Und von der Erde aus gesehen, könnte man also denken, dass Mars rückwärts fährt. Wir beobachten nochmals.